Guten Tag, mein Name ist Professor Lothrösenbeck. Ich bin ein berühmter Ufologe und heute werden wir euch das Phänomen der nahen Begegnungen mit Außerirdischen näher bringen zu versuchen. Von nahen Begegnungen mit Außerirdischen spricht man, wenn sich zwischen dem Zeugen von die Außerirdischen und die außerirdische Begegnung weniger als 500 Füße befinden, also weniger als 150 Meter. Ist es darüber, können wir Wissenschaftler sagen, vielleicht ist es alles nur gespielt und nicht echt. Aber ist es unter 500 Füße, 150 Meter, nehmen wir sehr, sehr ernst. Heute sprechen wir von einer nahen Begegnung der vierten Art. Von einer nahen Begegnung der vierten Art muss man dann sprechen, wenn es tatsächlich auch Kontakt gegeben hat mit den Außerirdischen, als zum Beispiel Entführungen oder wenn die Leute mit den Außerirdischen gesprochen haben oder irgendwelche Traumerlebnisse zustande gekommen sind. Ja, also ich wollte nur ein bisschen spazieren und da kamen plötzlich so seltsame Männer. Ich wollte noch wegrennen, aber da kam dann so ein Strahl und plötzlich war alles schwarz. Und ja, als ich aufgewacht bin, war das alles in einem riesigen Raumschiff und ich sah die Erde von weitem noch und ich bin außer mir, ich kann nicht mehr. Es ging alles so, ich weiß nicht, sie haben mir Medikamente gegeben, es war alles verschwommen, aber ich glaube, sie hatten weiße Anzüge und einen lang verlängerten Kopf oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr. Ein komisches Licht von oben und plötzlich wurde ich irgendwie gebeamt. Also ich bin aufgewacht und war nicht mehr hier und hatte große Schmerzen im Analbereich am meisten. Also ich habe eigentlich nicht viel gemerkt. Also er war draußen, ich war hier drinnen und habe ein grelles Licht gesehen. Und dann plötzlich habe ich geschaut, wo ist er? Nirgends mehr und er war einfach weg. Die haben ihn mitgeschleppt. Ich habe eine Blutspur gesehen, aber ich bin nicht mehr sicher, ob er noch lebt. Aber gut, das war eher ein Arschloch von dem her. Ich habe gesehen oder gespürt, will ich sagen, die Schläuche, die in mir eingedrungen sind, in den Mund und hinten, überall, wo irgendwo ein Eingang war, auch in den Ohren, in der Nase, habe überall geblutet, das war katastrophal. Und die Schmerzen waren nicht auszuhalten. Also er war völlig zerstört und hat kaum gesprochen und nichts und ja, aber eigentlich, er war ein anderer Mensch. Also wir sind mit unserem Untersuchungsteam wieder mal, ich muss sagen, leider zu spät gekommen. Wir haben nichts mehr gesehen von Außerirdischen. Wir haben Boden untersucht. Es hat an dieser Stelle schon Kornkreise gegeben. Aber wir haben nichts gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben den Mann untersucht und er ist nicht mehr wie vorher. Wir müssen natürlich immer sehr skeptisch sein, weil es gibt Leute, die nehmen Drogen oder trinken Alkohol und erzählen solche Geschichten, dass die entführt von Außerirdischen und meistens ist es nur Drogen oder Alkohol. Aber in diesem Fall müssen wir vorsichtig sein, weil es ganz speziell, der Mann trinkt keinen Alkohol und nimmt keine Drogen. Ich bin überzeugt, dass das war die schlimmste Entführung, die es je gegeben hat. Und das müssen Außerirdische gewesen sein, das ist nicht anders erklärbar. Es gibt auf die Web gibt es die Blues Horror Brigade, die sich auf den Web schon einen Namen gemacht hat. Wir haben dem Mann noch ein Bild gezeigt von dieser Blues Horror Brigade. Der Mann hat gesagt, das ist wahrscheinlich, dass das die Außerirdische waren, die ihn entführt haben. Ich denke schon, dass es möglich wäre. Also es hat da gewisse Indizien, die ich gesehen habe, die durchaus dazu führen könnten, zur Annahme, dass das wirklich echte Außerirdische gewesen sein könnten.